Hallo ihr Lieben, Shopping-Wahn. Ja, ich war beim Action, wollte eigentlich nur Briefumschläge kaufen, weil die meine weißen, die 15x15 und die normalen alle waren und dann ist das passiert. Was soll ich sagen? Nicht gut. Wir sind heute extra umgezogen an meinen Nähplatz. Hier steht meine Nähmaschine. Ja, ich würde mal sagen, ich räume alles zur Seite und dann fangen wir mal an. Ja, also als erstes mal die unspektakulären Sachen. Das war so ein Zufallsding. Das sind so eine Hammam-Tücher. Die finde ich persönlich total schön, vor allen Dingen die Farben. Ich habe so eine alten von früher. Die sind viel dünner und die sind hier sehr dick. Und mein Mann und ich, wir gehen gerne in die Sauna. Und ja, da dachte ich, ist das eine gute Investition und die anderen fliegen dann weg. Das nächste ist so eine Fächermappe. Da wollte ich habe ja schon eine in groß, wo ich meine Papierreste aufhebe, aber ich habe jetzt festgestellt, die kleinen Schnipsel sind da drinnen immer so tief unten drin und deshalb diese hier. Dann habe ich noch so ein Kästchen gekauft für unsere. Ich habe ja unsere Masken liegen immer auf dem Flur, auf dem Tisch, also wir haben mehrere. Und die frisch gewaschenen liegen da einfach so drauf und ich dachte, die tun wir dann hier rein. Und ja, also ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt passen. Naja, sind ein bisschen, ist ein bisschen klein. Vielleicht muss ich noch ein zweites kaufen. Aber ich fand die auch so schön. Ich weiß gar nicht, was das ist so rum. Jo, das war das. Dann, ja, die einzigen Briefumschläge, die ich gekriegt habe oder mitgenommen habe, sind die. Mit diesen 15x15, wie gesagt, sind auch so glänzend, die mag ich eigentlich nicht so, aber die Farben fand ich ganz schön. Und deshalb sind die mitgekommen. Dann habe ich, also wie gesagt, dieser Tipp für Ludwigsfelde kam ja auch von einem von euch. Da möchte ich mich doch recht herzlich bedanken, weil eigentlich kaufe ich nicht so viel ein und wollte auch nicht mehr so viel kaufen, aber ja, da gab es so viele schöne Sachen außer Briefumschläge und dann habe ich die mitgenommen. Also auch diese, normalerweise kaufe ich keine Sticker mehr und ich wollte eigentlich auch aus Resten diese Fächer herstellen, aber ich sag mal so, für 76 Cent will man da mehr, ne? Die sind echt super schön und vielleicht, ich dachte halt, die beiden Farben hier, die passen eigentlich ganz gut zu dem neuen Album, was ich gemacht habe. Das sind die. Dann habe ich noch auch ziemlich unspektakulär Schleifenband. Habe ich eigentlich auch genug, aber ich finde halt, hier sind immer alle Farben drin. Und mit Punkten geht auch immer. Schauen wir noch. Jo, dann habe ich. Ach so, letztens bei dem Aquamarker-Video, da habe ich ja festgestellt, ich habe kein Gelb. Es lag aber daran, dass ich sowieso erstmal ausprobieren wollte und deshalb habe ich mir nochmal die mitgenommen. Also ich habe jetzt eigentlich alle Farben. Ich denke, da kommt demnächst auch nochmal ein Video zu. Dann habe ich mir dieses Set mal mitgenommen. Also normal, früher habe ich auch mal Schmuck gemacht, aber mache ich eigentlich nicht mehr. Aber das Schöne ist, da sind mal Ketten drin. Wir können wir mal zusammen aufmachen. Weil ich habe überall schon Ketten gesucht, weil ihr habt ja gesehen, an meinem neuen Album habe ich mal so Charms dran gemacht. Und eigentlich mit diesen Bändchen finde ich das ziemlich, naja, geht so, aber mit so einer Kette ja leider nur in Gold. Das ist wahrscheinlich besser. Ja, mal aufmachen. Ja, nicht schlecht. Also ein schönes Set. Wie gesagt, Ketten, dann wahrscheinlich die Verschlussmechanismen dazu. Muss ich mir erstmal mit beschäftigen. Dann eben so Spangen und Anhänger für die Cabochons, aber irgendwie hier. Irgendwie fehlt da noch was. Ah ja, die Motive. Aber da kann man sich ja auch seine eigenen Motive machen, mit dem Designpapier oder was auch immer, oder mal was Gemaltes, getrocknete Pflanzen, wie auch immer. Ja, also hier nochmal die.
Dings. Also das Ganze habe ich mir zweimal mitgenommen. Weil, wie gesagt, eigentlich nur wegen der Kette. Aber wie gesagt, das, also das Problem und eigentlich ja auch das Bedenkliche bei Action ist natürlich immer der Preis. Ich kann ja mal gucken, was das hier kostet hat. Stamps, Hobby. Mich würde sowieso mal interessieren, wollt ihr die Preise immer dazu wissen? Weil ich weiß, viele machen immer... Guck mal, das tut, die Hammam-Tücher 2,99 ist echt... Man darf nicht drüber nachdenken. Das muss hier oben sein. Gefaltete Rosettensticker. Ja, 76 Cent. Hier, das muss es sein. War Clearsticker. Nee. Florakraft Sticker. Sticker. Mix and Match. Aquarell. Mhm. Seht ihr schon alles, was ich habe, Perlen? Ja, ist ja nicht abgezogen worden, würde ich sagen. Wa? Ah, hier, nee. Mix and Match Schmuck. 99 Cent, ja. Naja. So, dann, tada, eigentlich, ich meine, als hätten wir nicht hier noch Glitzer, habe ich mir mal diese Glitzerdinger mitgenommen und auch diese Perlen, also diese Perlen habe ich wirklich noch nicht, weil, schon ein kleines Sneak Peek, ich möchte gerne mit euch eine Shaker-Karte machen, oder ich möchte überhaupt eine Shaker-Karte machen, aber eigentlich für Männer, weil ich finde, der im Kartenbereich ist ja immer schwierig, für Männer Karten zu basteln. Ich habe letztens bei Natascha Furt wieder so eine tolle Idee gesehen. Ich gerne nachmachen wollen. Aber wie gesagt, die sind auch traumhaft schön, oder? Also es sind Kreise, dann Glitter. So gleichmäßig Flitter. Und ja, also irgendwie irre. Wie gesagt, farblich passt das super zusammen. Dann habe ich, ja, jetzt hätten wir noch nicht genug. Doch wieder Sticker gekauft, aber die fand ich halt wirklich schön. Zwei unterschiedliche, also einmal hier, also Memories geht immer, für Alben natürlich, ne, vorwiegend Family, oder hier, das ist mehr so pärchenmäßig, ja. Und guter Letzt, bevor das Papier kommt, noch ein paar Stamps, jetzt hätten wir da nicht genug, aber letztens habe ich mir erst bei Amazon Maritim bestellt, weil auf der Arbeit wollte jemand, dass ich eine maritime Karte bastle und ich hatte festgestellt, ich habe nur diese Kindermotive, wo ich letztens die Karten gemacht habe, aber eben nicht sowas Größeres. Und hier dachte ich, ich bin dreimal hin und her, in den Korb gelegt, wieder weggelegt, in den Korb gelegt, wieder weggelegt. Aber die sind so schön groß. Also ihr guckt mal einen Finger von mir, ne? Da dachte ich, meine, ein so ein Motiv auf eine Karte, so ausgeschnitten, das sieht auch bestimmt super aus. Ja, dann, naja, Blumen habe ich auch genug schon. Auch viel bei Amazon bestellt, weil ich beim Action immer nichts Passendes gekriegt habe. Aber wie gesagt, die sind schön, hier sind auch mal ein paar Blätter bei. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Und den habe ich schon letztens mal gesehen. Und ich habe auch so ein ähnliches schon von Action. Aber da habe ich auch schöne Kartenideen schon. Deswegen habe ich die einfach mitgenommen. So, dann kommen wir mal zum Papier. Als hätten wir nicht schon genug Papier. Also, das habt ihr ja schon gesehen. Zum ersten, zum allerersten Mal habe ich im Action diese Aquarellblöcke gesehen. Also, die kriegt man sonst nirgends und da war das Regal bis oben hin voll. Und ja, ich habe zwar Aquarellpapier, aber bei... ich glaube, kreativ leicht gemacht, nimmt die auch immer für Mini-Alben. Eigentlich habe ich gedacht, die sind ein bisschen anders, also glatter als normales Aquarellpapier, aber eigentlich sind sie ganz genauso wie, man sieht es nicht so richtig, wie normales Aquarellpapier. Also eine Seite ist rau und die andere ist glatt, aber ja, ich habe zweimal mitgenommen, weil auch da natürlich der Preis besticht. Und dann habe ich mir den hier mitgenommen, also ich glaube, ihr kennt alle schon die Blöcke. Aber also bei denen hier bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon mal wo gesehen habe, weil ich auch nicht intensiv Holz gucke. Ich blätter einfach einmal kurz durch. Ja, die Schmetterlinge sind. Wartet mal, ich mach das anders. Ich mach's andersrum, ist besser. Ja, die Bienchen, Schmetterlinge, gelb. Mit dem Licht war. Naja, also rechts ist das Fenster hier. Dann mein Nähplatz. Aber das Licht ist hier eigentlich nicht schlecht, nur das eben jetzt. Ja, vielleicht so. Ja, ich und das Licht war.
Jetzt geht es wieder von vorne los. Also der ist auch, hier sind wieder die Blätter. Ich glaube, das haben wir gestern am Teddyblock gehabt. Und da mir der jetzt auch so gut gefallen hat und so ein bisschen ist es ja in die Richtung. So Vintage, keine Ahnung, Chubby Chic ist das, glaube ich, eher. Ja, und hier, wie gesagt, überall Holzmotive, das geht immer. Dann habe ich noch den Travel Block. Den habe ich, glaube ich, schon. Müsste ich jetzt gleich direkt mal gucken. Aber wie gesagt, der geht auch immer. Der Schrift. Und die Karten. Aber ich glaube, den kennt auch jeder. Den mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Und dann auch mit den Ausschneidemotiven. Das haben die jetzt auch gut verändert. Ja, also den kennt, glaube ich, jeder schon. Den kennt auch jeder, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, damals, wo der rausgekommen ist, bin ich immer rum hin und her geflichen, hin und her geflichen. Aber irgendwie jetzt, ja, hat sich mein Geschmack wahrscheinlich verändert. Und bei mir ist ja so, ich habe ja auch Blöcke, wo ich dann die Blätter drin habe, die mir nicht gefallen. Und deswegen überlege ich jetzt immer, gefällt mir wenigstens eine Seite, der, also wenn die doppelt bedruckt sind. Und hier ist ja, wie gesagt, wenn eine Seite einfarbig ist oder gestreift oder so wie das hier, geht das natürlich immer. Also hier zum Beispiel würde mir die Seite eigentlich nicht gefallen, aber die Punkte gehen auch immer. Die sind auch total schön. Ich glaube, Stamping Art hat jetzt auch gerade so eine Blätter hier rausgebracht. Das ist auch wunderschön. Und hier die Pfingstrosen, passt ja zur Jahreszeit gerade zum Ausschneiden. Ja, Federn, wie gesagt, aber dafür ist auf der anderen Seite die Rosen. Federn sind so gar nicht weit. Punkte. Und jetzt geht es doch von vorne los. Okay, aber den kennt ihr auch. Das ist auch so eigentlich cool, ne? So würde ich gerne mal meine Wohnung streichen, aber ich brauche es auch hell und deshalb geht es für mich nicht. Ja, das war's von Action und dann war ich da noch beim Woolworths und da habe ich zufällig dieses Band entdeckt und ihr habt ja letztens, habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass mein Sticky Tape alle ist. Und jetzt wollte ich eigentlich mal, also für 1 Euro dachte ich, ne? 1 Euro, 3 Meter. Ob das wirklich das Gleiche ist. Also wenn jemand das schon hat, also von der Dicke her fühlt es sich erstmal so an, würde mich mal wirklich interessieren, ob er Erfahrung damit hat und ob er der Meinung ist, dass es das Gleiche ist. Also gerne in die Kommentare. Und dann habe ich mir mal Basteldraht, weil ich immer das mit diesen, was viele auf die Karte machen, ich habe gar nicht so. Ich habe nur ganz dicken Draht und jetzt habe ich mir den mal drauf verendet. Ja, das war's. Ich wollte mich nochmal bedanken für die vielen lieben Kommentare, die in letzter Zeit kommen. Vorher hatte ich ja nur neue Abonnenten, aber jetzt kommen auch so tolle, nette Kommentare über, also dass euch meine Sachen gefallen und auch, ja, überhaupt, das freut mich total, macht mir natürlich Spaß und deswegen kommen jetzt zurzeit auch so viele Videos. Heute wird es wahrscheinlich schon, also heute sind ja 3 Videos hochgekommen, wobei 2 nur Schnipsel waren und das eine, was jetzt noch hochgeladen wird, das hatte ich eh schon gedreht und ja, es liegt A daran, dass es mir Spaß macht mit YouTube jetzt und B daran, dass ich gerade Urlaub habe und Zeit dafür. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir, mit dem Licht, mit dem Verquatschen und überhaupt und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!